Die Aldi-Zeitung, die ist dünn und noch leicht zum Lesen. Die hat mir jemand mitgebracht, es war am Donnerstag gewesen. Mei, ist dies alles billig, es ist einfach der Wahn. Ich hol gleich einen Kulli und kreuzel alles an. Terrakotta, Übertöpfe, Laptops, Thermohosen, Waschmaschinen, Wanderstöcke, Würstel in der Dosen. Ich laufe gleich zur Bank und löse mein Sparkonto auf, weil bei denen Preise, da sparst du mehr beim Kauf. Dann dinge mir gestern am besten, gleich Montag in der Früh, doch da pappt schon eine Menschentraube an der Aldi-Tür. Mit Mühe und Mut ergatter ich den allerletzten Wagen und es verdattert mich, dass manche Helme tragen. Großkampftag bei Aldi, heute ist wieder soweit, heute ist wieder Aldi-Zeit, auf geht's, schickt's euch Leid! Das war jetzt ein bayerisches Zwischenspiel, weil es geht um Aldi Süd. Die Tür geht auf und alles druckt und schirbt und ein. Im Gewimmel, im Getümmel hör ich Kampfgeschrei. Im Gedränge, in der Menge rammt mich voll ein Wagen. Jetzt wundert's mich auch nicht mehr, dass manche Helme tragen. Irgendwie druckt's mich dann nein. Und zu die Trekking-Schuhe im Kampf ums letzte Paar schlong grad zwei Rentner zu. Ich kämpf mich dann so weiter vorbei an Gartenstühlen, da seh ich vorn zwei schwere Weiber und die sind auch noch schwer am Wühlen. Gell, das sind die Thermohosen da, he? Ist das die in 48, die du da hast? Dann nimm mal zuerst die andere und schau, ob mir die da noch passt. Schon reißt sie sich die Hosen runter vor die ganzen Leid. Orangenhaut am Wühltisch, ja, das ist eine Freude. Großkampftag bei Aldi, heute ist wieder so weit. Heute ist wieder Aldi-Zeit, auf geht's, schickt's euch Leid. Die zweite von den beiden probiert grad ein paar Schuhe. Sie hockt sich auf die Kühltheken auf und bindt die Bandeln zu. Da kommt sie aus dem Gleichgewicht, weil sie zweit hinten sitzt. Da haut sie's in die Joghurt rein, dass sie's grad so spritzt. Vorsicht, schnell auf Zeiten, ey, da stürmen uns grad auch Paletten. Laptops aus dem Angebot, ich kann mich grad noch retten. Da mein Terrakotta-Topf, mei, ich kann's gar nicht fassen. Jetzt aber ab in meinen Wagen und dann schnell zur Kassen. Ich dreh nur kurz den Kopf zur Seite, da sucht wer mit meinem Topf das Weite. Ich schau blöd hinterher und mein Wagen ist wieder leer. Die Kassiererin fragt mich auch noch, was ich da möchte, wenn ich nichts brauche. Dann nehme ich halt Zigaretten, obwohl ich gar nicht rauche. Großkampftag bei Aldi, heut war's wieder so weit. Heut war wieder Aldi-Zeit, bald ist's wieder so weit. Ja, beim Aldi, gell, da kaufen's wirklich alle gern. Und auch feine Damen und betuchte Herren. Bauern hab ich auch schon gesehen, die kaufen Milch da ein. Das kommt ihnen viel billiger als die Herstellung daheim. Drum brauchen wir ein Beut, dann keine Bauern mehr, weil der Aldi bringt sein Milch schon von irgendwo daher. Naja, aber halt die Bauern noch billig arbeiten müssen, gell? Weil bei uns möchte der Bauer in der Stunde schon 4 Euro sehen. Ja. Woher kommt die Milch? Fragen dann die Kinder Baldi. Die Milch kommt nicht mehr von der Kuh, die kommt nur vom Aldi. Die einzige Kuh, die unsere Kinder dann noch kennen, mei, es ist schon schade, gell, ist lila und ist aus Schokolade.